Und da sind wir im dritten Teil von Deine Runde, ich bewerte. Und ich bekomme extrem viele Nordschleifen-Videos. Also ihr könnt mir auch gerne andere Rennstrecken schicken. Aber irgendwie ist der größte Teil Nordschleife. Deswegen heute mal wieder zwei Runden Nordschleife. Und den Anfang macht der CRX Sven JDM. Der ist nämlich mit einem speziellen Auto unterwegs. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen heute mal den Porsche Mittwoch. Also wir haben zwei Porsche heute im Angebot. Einmal den Cayman, mit dem wir jetzt anfangen, mit dem Sven. Ich denke mal, du heißt Sven wahrscheinlich. Und danach haben wir noch einen Porsche. Also los geht's. Auf geht's. Und wir sind direkt auf Start und Ziel unterwegs, im Cayman GT4. Ich kenne das Auto leider Gottes nicht so gut, also ich bin das Auto noch nie gefahren, ich habe aber schon einiges über das Auto gehört, ist aber eine andere Sache. Also, los geht's, Ende Start Ziel. Kannst in den ersten Gang runter, vielleicht nicht ganz so schnell reinfahren, da kriegst du nicht so viel untersteuern. Ersten Gang runter, da setzt sich das Auto auch nochmal so ein bisschen. Und mach du dich auch schon wieder den Fehler hier mit dem Reinfahren in die Kurve und Gas geben dabei. Innen bleiben. Das war gut. Und Gas aufziehen. Das hat gepasst. Sehr gut. Da musst du aufpassen, nicht, dass du eine Strafe kriegst, wenn du mit allen vier Rädern über die Linie fährst. Da gibt es ein Spiel, ich glaube, es müsste Assetto sein. Hier gibt es aber ein anderes Spiel, da kriegst du gleich eine Strafe dafür. Hier passt. Überstand. Das hat man aber wirklich an der Stelle. Aber geil gerettet. Innen drüber. Perfekt. Sieht gut aus. Da würde ich nicht so weit raus. Genau das Problem kriegst du nämlich. Wenn du in dieser Linkskurve zu weit rauskommst, dann zieht es sich nach außen und schaffst du diese rechts nicht mehr. Die ist aber wichtig, Richtung Entwarnbogen runter, damit du da einfach den Schwung mitnehmen kannst. Weil hier fährt jeder Vollgas. Und jedes kmh, was du da oben mit rausnimmst, das hilft dir hier auf jeden Fall. So, jetzt geht's zur Schikane. Was hast du mit dem Schild da gemacht? Geh mir nicht zu früh ans Gas. Du gehst auch wie viele, viele andere immer zu früh ans Gas. Quersteher gehabt da, das war okay. Lenk auch nicht zu aggressiv. Also es sieht mal aus wie Lenkrad, aber du lenkst zu aggressiv ein, dann kannst du immer untersteuern. Lenk sanfter. Also nicht Gas geben beim Reinfahren in die Kurve und sanfter lenken. Das sind schon mal die ersten beiden Punkte. Uiuiui, da ist aber die komplette Streckenbreite jetzt ausgenutzt. Das ist okay. Auch im Cayman müsste es möglich sein, den dritten Gang drin zu lassen. Du brauchst auch nicht hoch und runter schalten. Ist aber okay, das passt. Also wie gesagt, die zwei Dinge, nicht Gas geben beim Reinfahren in die Kurve und sanfter lenken auf jeden Fall. Das hilft auch gegen dein Untersteuern. Und wieder voll drauf. Ja, sehr gut. Bis jetzt kann ich nicht viel meckern, wirklich. Also von der Linie her passt es auch, du nutzt die Streckenbreite komplett aus. Mega gut, das ist echt mega gut. Versuch mal über Schwedenkreuz ein Stück Ticken später einzulenken, dass du ein bisschen gerade über diese kleine Welle drüber kommst. Und dann versetzt das Auto nicht ganz so weit nach außen. Arenberg hat gepasst. Hey, ich muss sagen, wirklich, ich kann gerade nicht viel sagen. Also, ist schon eine gute Runde gesehen. Bist du zu schnell rein, ein bisschen Übersteuern gekriegt, dann geht ja der Platz irgendwann aus. Musst du aufpassen. Ach, wieder hier, warum gibst du Gas beim Reinfahren? Mann, warum macht ihr das alle? Und dann fehlt dir irgendwann der Schwung raus, weil du dann irgendwie zu kämpfen hast mit dem Auto. Macht euch doch das Leben einfach nicht schwerer, als es schon ist. 16.12 Uhr sehe ich da auf dem Display. Das ist kurz nach Rennstart von der VLN, oder? Nach Ziel. Gut, passt. Später Scheitelpunkt, innen rein. Oh, da bist du nicht mehr reingekommen. Untersteuern gehabt wie Sau. Da musst du versuchen, wirklich innen. Da setzt sich das Auto auch nochmal ein bisschen besser. Nicht zu schnell reinfahren! Was machst du? Viel zu schnell reingefahren! Da wäre das Ding fast platt gewesen jetzt. Das hat gepasst. Du bist viel zu schnell in die dreifach rechts reingefahren. Nimm die Zeit. Du hast die Zeit. Sanfter reinfahren, langsam reinfahren und schneller raus.
Auch hier, zu schnell rein, da kriegst du immer untersteuern. Das ist dein Hauptproblem. Du fährst zu schnell in die Kurven rein. Gerade mit so einem Auto hier wie dem Cayman musst du versuchen, den Schwung mit aus der Kurve rauszunehmen. Das Ding hat doch keine Power. So ein GT4, die haben ja so wenig Power, die Autos. Deswegen versuche immer so schnell wie möglich rauszufahren aus der Kurve, nicht rein. Und ans Gas. Versuch auch weniger Lenkbewegung. Nicht Gas geben beim Reinfahren, sanfter lenken, also auch weniger Lenkbewegung und vor allem mit diesem zu schnell reinfahren, das ist einfach das Riesenthema. Die drei Punkte habe ich für dich. Sven, Mensch, was machen wir mit dir? 8,57 war deine bisherige beste Runde. Ach, mit so einem GT4, das zieht sich schon dahinter. Ey. Voll drauf wieder auf den Pinsel, komm. Das dauert ewig. Das ist mir auch schon mal passiert. Und dann fall drauf. Also voll drauf, wenn ich euch sage, Achtung, ganz kurz Hinweis, wenn ich sage voll drauf, dann meine ich nicht voll drauf, sondern aufziehen das Gas. Dann in dem Moment aufziehen, nicht voll drauf gehen, ja. Ah, Karussell hat gepasst. Also du lässt hier schon an ein paar Stellen richtig was liegen, allein weil du es dir selber schwer machst. Also du kannst es eigentlich, das zeigst du in vielen anderen Kurven, aber bei manchen, da versaust du es einfach, weil du zu viel willst. Geil. Und ans Gas. Jawohl. Anbremsen. Ah, du musst aufpassen, nicht zu schnell im Wippermann unten reinfährst, weil sonst fehlt dir irgendwann der Flow. Ja, dann geht es dir bis runter, bis zum Brünnchen, bis der Eiskurve wird das nichts mehr. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich habe im letzten Video gesagt, dass ihr nicht zu aggressiv fahren sollt. Das ist hier wieder so ein Fall von zu aggressiv. Mit so einem GT4 musst du schön sanft und rund fahren. Aber du machst mit zu viel Lenkbewegung. Du machst mir ein bisschen zu viel Lenkbewegung. Wieder zu schnell rein, untersteuern, hast du gesehen, du hast gewartet und dann kam halt einmal das Heck, weil die Vorderachse deinen Grip geklickt hat. Fahr nicht so schnell in die Kurven rein, wirklich. Guck, wenn du nämlich richtig reinfährst, dann passt es auch. Ja. Hier springt so ein GT4 geil, boom, 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 springt dann von rechts nach links, das ist der Oberhammer. Und so mit unserem Auto auch, mit dem AMG GT4. Heftig, also der Unterschied zwischen GT3 und GT4 ist echt krass. Aber mir macht es mega Bock, GT4 zu fahren, weil das wieder so ein bisschen back to the roots. Ich kann ein bisschen also jetzt erzählen, weil momentan machst du alles richtig. Ah, zu früh raus. Siehst du, kaum so sicher davon. Zu früh aus dem kleinen Karussell raus. Kriegst du sofort übersteuern, das ist in Wirklichkeit auch so dort. Und jetzt drauf auf den Pinsel. Sanft nochmal runter und wieder drauf. Jawohl. Es hat gepasst. Also, auf der Döttinger Höhe mache ich immer die Zusammenfassung. Also, für dich kann ich dir sagen, nicht Gas geben beim Reinfahren, weniger Lenkbewegung und sanfter lenken auf jeden Fall und nicht zu schnell in die Kurve reinfahren. Du fährst viel zu schnell in die Kurven rein, gerade wie gesagt mit dem GT4. Lieber langsamer reinfahren in die Kurve, aber dann mit richtig schön viel Schwung raus, damit du da einfach den Schwung auf die Gerade mitnehmen kannst. Im GT4 kann ich euch auch sagen, ist man wirklich hier mit dem Speed ungefähr unterwegs. Also bist du ungefähr genauso schnell, wenn nicht sogar einen Ticken schneller als mit dem GT3, weil du einfach weniger Abtrieb, weniger Aerodynamik hast. Ich fahr's bestimmt wieder zu schnell rein. Nee, das ist ein Ticken, aber gerade so, das war die Grenze. Also wie gesagt, zieh das mal durch, dann kannst du noch richtig Zeit da rausholen auf jeden Fall. Ansonsten mega coole Runde, muss ich sagen. Macht Bock dazu zu gucken, aber denk an meine Punkte. Also, da hatten wir jetzt Assetto mit dem Cayman und dann haben wir jetzt noch Race Room mit dem 911 Porsche GT3. Ich habe ja gesagt, heute machen wir ein bisschen Porsche-Tag und wir legen direkt los, so rum sind die Kopfhörer, und fangen an direkt jetzt die Auffahrt. Jetzt geht's los hier auf die Stand-Zielgerade und zwar mit SDR Media, so heißt der Kollege. S3, okay. Los geht's, also 911 Porsche. Anbremsen, Ende, Start, Ziel. Ein bisschen lauter machen hier bei mir.
Zweiter Gang ist da drin. Kannst ruhig den ersten nehmen. Da kommst, setzt sich das Auto, wie gesagt, noch ein bisschen. Nicht zu schnell reinfahren in die Kurve. Ja, innen bleiben und jetzt ans Gas, komm. Du pumpst mir viel zu viel am Gas, das kann ich jetzt schon nach drei Kurven sagen. Du bist immer am Pumpen, 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 immer drauf, runter. Ja, das ist, weil du das Untersteuern weg haben willst. Ich weiß schon, das Auto ein bisschen drehen willst. Aber versuch trotzdem dann das Auto reinzubremsen, schön bis zum Scheitelpunkt und dann sanft ans Gas gehen. Das hilft dir auch auf jeden Fall. Viel zu viel Untersteuern, nicht zu schnell reinfahren. Ja. Von der Linie her passt das, aber das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Durch dieses Untersteuern und dieses Pumpen, du kannst da jetzt schon viel mehr Zeit rausholen bis jetzt. Ja, sehr gut. Hättest du noch gar nicht schalten müssen. Kann sein, dass ich mich da verhört habe, aber da kannst du auch den zweiten Gang normalerweise drin lassen. Ich kenne den Porsche jetzt noch nicht, aber normalerweise ist es so. Also von dem GT3 sind die Übersetzungen relativ ähnlich alle. Ja, passt. Nicht zu früh ans Gas. Du bist ein bisschen zu früh am Gas. Deswegen hat sich zu weit rausgetragen. Auch wieder aggressiv, viel zu aggressiv. Ich wette mit dir, wenn ich dich jetzt sehen würde in deinem Simulator, an deinem Lenkrad oder wie auch immer, du bist nur am Kämpfen die ganze Zeit. Brauchst du gar nicht. Und ans Gas. Das ist geil, wie euch... Also nach der Kuppe kann man relativ schnell wieder ans Gas gehen. Die meisten trauen sich das aber in dem Moment nicht. Rechts bleiben, runter vom Gas und wieder drauf. Kannst du früher, zicken früher ans Gas. Nicht so früh ans Gas, bremst dich weiter rein in die Kurve. Das ist wieder der gleiche Fehler. Bremst dich rein in die Kurve, bitte. Mach bitte, bitte, bitte. Da bist du im Dicken unterwegs, beim Manta ist so, wie das aussieht. Passt. Dritter Gang. Nimm für die rechts den dritten Gang. Jetzt den zweiten dann. Also einmal vor der links, zweimal vor der rechts runterschalten und dann noch einmal vor der links hier im Adenauer Forst. 1, 2, 1. Geht besser. Und wieder ans Gas. Versuch mal nicht so digital ans Gas zu gehen, sondern wirklich schön sanft aufziehen, nicht dieses Pumpen. Das passt. Von der Linie her machst du es echt gut. Du bist immer so am Pumpen. Wenn du vom Gas runter gehst, dann geh sanft runter und geh sanft wieder drauf und nicht runter, drauf, runter, drauf. Und schaltest auch zu viel. Geh ruhig einen Drittzahlbegrenzer. Warum schaltest du noch einmal hoch, wenn du dann direkt wieder runterschalten musst? Das ist geil, wie das alle machen. Alle bremsen echt, schalten zu viel. Das ist geil. Es ist immer wieder gleich, jede Kurve hört man das, dieses Pumpen von dir. Schön sanft Gas geben. Zu früh eingelenkt, Berg, viel zu früh eingelenkt, da kannst lenke später ein und kannst du früher ans Gas gehen und dann viel mehr Schwung hier mit rausnehmen. Das ist krass, oder? Wenn du vom 5. in 6. schaltest, wie die Drehzahl richtig weit runterfällt, echt heftig. Aber ich muss sagen, eure Runden, es wird schwieriger auch für mich, die zu bewerten, weil ihr auch richtig gut werdet. Spät, ein Ticken zu spät eingelenkt da über diese Kuppe, da musst du aufpassen. Wenn du da zu spät bist, dann springst du einfach zu weit nach außen.
ach hier, setzt einen späten Scheitelpunkt an der Steilstrecke. Später Scheitelpunkt, aber dafür den Schwung hier mit dem Berg hochnehmen. Und das Gas. Schade, dass er nochmal vom Gas runter bist. Es hat zwar nicht viel Zeit ausgemacht, aber ein bisschen Zeit hast du da verloren. Jetzt bist du aber ein bisschen schnell in der Rechts gewesen. Jetzt wieder vergessen, abhaken, weiter geht's hier, zweiter Teil der Strecke. Ja, sehr gut. Sehr gut. Auch bei dir, versuch wirklich nicht zu. Das ist das Pumpen. Das ist nicht schön. Nicht schön. Versuche mal vor Eschbach, also wenn du Wippermann runterkommst, die nächste rechts, da schon in den dritten Gang zu schalten und hier alles im dritten Gang zu fahren. Dieses vierte Gang, auch hier. Ja, da bist du vielleicht kurz im Begrenzer, musst du. Ist aber nicht schlimm. Und ans Gas! Zu spät, ein Ticken zu spät. Nicht über den Körper innen. Eieiei, da fliegst du mal richtig ab, wenn du da drüber kommst. Fragen wir den Metzger. War zwar ein bisschen andere Stelle, aber ich bin auch schon abgeflogen, weil ich genau den Mist gemacht habe. Ich bin da über den Körper innen gefahren und dann bin ich abgeflogen. Du nimmst eigentlich nur Wippermann so richtig den Körper mit. Dieses Pumpen, das kostet dich mal richtig, richtig Zeit. Ansonsten von der Linie her passt das. Das ist okay. Dieses Pumpen ist aber nicht gut, wirklich nicht. Und bleib weg von den scheiß Curbs. Also ich muss sagen, generell sehr gute Runde, von der Linie her passt das. Dieses Pumpen ist nicht wirklich gut. Und dieses Hoch- und Runterschalten brauchst du auch nicht zu machen. Warum schaltest du so hoch, viel hoch und runter auch? Es ist weniger als bei anderen, aber trotzdem, lass ruhig mal den Drehzahlbegrenzer irgendwo drin. Dann passt das auch. Gucken wir mal, wo du zeitmäßig jetzt rauskommst. Und ich denke aber, da kannst du nochmal richtig, richtig Zeit gut machen. Dann bist du knapp über 8 Minuten, kommst du da jetzt raus. Ah, hier kannst du erst. Schade, dass du nochmal vom Gas gegangen bist. Ich meine, das macht nur Zehntel aus, aber... Ich sag mal, eine tiefe Achterzeit ist auf jeden Fall möglich. Ist auf jeden Fall drin. Also beachte das einfach mal, wie gesagt, dieses Pumpen und dann klappt's auch. Das waren also jetzt wieder 2 Runden auf der Nordschleife. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Und ja, schickt mir wieder eure Nachrichten bzw. eure Videos an bewertung@jan-seifert.com und dann seid vielleicht ihr im nächsten Video. Gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!